Ich habe das eingeschalten gehabt. Jetzt probieren wir es nochmal. Christ glaubt ja an die Jetzt. Bibel. In Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus laut Bibel: Ich kann nichts von mir selber aus tun, aber mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist Islam. Er sagt hier laut. Das ist die Aussage. Ja. Und wenn du das im Original 5,30, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre richtig und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ja. Und bevor man das versteht, das müssen wir jetzt genau wirklich anschauen, ist es, dass wir hier anfangen am Anfang von dem Kapitel mit Vers 17. Das ist, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und das jetzt genauer anschauen. Du müsstest jetzt bloß dieses OD, pass auf, ich mache das einmal die Strongnummern dazu. Ja. Dieses OD, wenn du reingehst, das heißt praktisch, wenn wir das jetzt einzeln antippen, halt, jetzt muss ich schnell umschalten auf Deutsch. So. Schau, wir machen das einfach mal, was jetzt die Strongnummern, die sind ja so verwirrend. Das ist der, die, das Artikel, Demonstrativpronomen, okay? Ja. Wortfamilie und das D, da müssen wir hin, ist jetzt stammhinweisend, Partikel zu Satz, da im Gegensatz, eine am häufigsten angewandte griechische Partikel, die zur Aneinanderreihung von Satzgliedern gebraucht wird, übersetzt oft mit aber, zur Hervorhebung eines Gegensatzes. Hingegen viel mehr angüpfend. Ich Ja. könnte mal sagen, wenn Berg, wenn Dahl. Ja. Das ist nicht sagend. Was jetzt schon sehr interessant ist, wir schauen, das DE kann ich schon mal als Wissen setzen. Genau. 470. Ja. Okay, da steht jetzt eigentlich schon das Wissen. Das Wissen, Aber genau. wir schauen uns das jetzt einmal an und da wird es natürlich sehr heiß, wenn ich jetzt da reingehe. Ich mache mal kurz das O. Ja. Das ist jetzt erst einmal der Buchstabe in einfachster Demonstration, der, die, das. Ja. Das war gerade richtig reines Demonstrativum, vorherrschender Gebrauch. Das lasse ich einmal. Und jetzt mache ich das D und da passiert schon was, was du noch nie in dem ganzen Griechisch-Deutsch-Wörterbuch überhaupt nicht hast, wenn ich jetzt hier ab eingib. Das sieht ja immer so aus, ne? Ja. Und jetzt pass auf, jetzt gebe ich das D ein und du wirst dich wundern, das ist alles fett. Das ist schon, da gibt es das D natürlich auch. Genau. So schwach, D, und da müssen wir sich jetzt reinlesen. Das ist erst einmal ein untrennbar gliedisches Suffixum. Es bezeichnet zum einen die Bewegung und die Richtung auf einen Ort hin oder auf etwas bildlich, einen bildlich vorgestellten Ort. Schon die Sache etwas bildlich als Ort vorgestellt ist. Eine Bewegung hin zu etwas, wo du dir als einen Ort vorstellst. Das ist ja sehr eigenartige Ausdrucksweise. Genau. Jetzt, pass auf, das ist ins Meer heimwärts, ins Meer. Den Ins darfst du Meer. dir bildlich aber nicht als klassischen Ort vorstellen. Na, gar nicht, Okay? als Und jetzt muss Metapher. man das wirklich einmal durchlesen, was da alles drinsteht. Ja. Aber was viel wichtiger ist, dass du zuerst einmal erkennst, dass das in der Regel immer nie alleinstehend ist, wenn wir hier weiter reingehen, das ist nicht alleinstehend. Und jetzt mache ich ja mal das OD. Und du wirst merken, wenn ich das jetzt so halte, muss ich extra eingeben, Ja. dieses OD, so beginnen ja die zwei jetzt einzeln gelesen und dann wird es sofort OD auseinandergerissen. Siehst du das? Ja. ED, DOD. Und da steht jetzt hier, neben bla 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 bla, pass auf, hinzeigen, dies, dieser, dieses, lebhafter. Und da ist jetzt schon das Wort, das kommt dann mehrere Male in diesen Versen vor. Dieses Aüdos, Oüdos, das ist ja wie Autos plus mit einem O vorne. Ja, genau, selbst. Das muss man sich sehr genau anschauen. Ich habe Aha. jetzt extra versucht, das heißt nämlich dieses hier. Es gibt zwei verschiedene Arten von hier. Das ist, diese Maschinenübersetzung ist übrigens relativ gut. Und ich habe jetzt versucht, dass man es genauer findet. Es ist im Griechischen ist das so komplexe. Und jetzt habe ich festgestellt, wenn ich Wiktionary, unser Wiktionary eingibt, das geht ja über alle Sprachen, ne? Ja. Da macht er viele griechische Wörter nicht. Ich habe jetzt festgestellt, wenn ich das amerikanische Wiktionary nehme,
Ja. Der macht die Wörter auch, dass der die ganz griechischen Wörter aufbröselt. Aha. Jetzt habe ich natürlich Englisch, muss ich automatisch übersetzen. Ja. Oder genau. Wenn jetzt das ein Ort, ein Hier im Gegensatz zu OD. Das ist da unterschiedlich nur in den Strichchen drüber. Siehst du das? Naja, genau. Mhm. Vorher, ich springe jetzt einmal hier rein und im Gegensatz zu Eignos. Die müssten wir uns anschauen. Das ist nämlich, das sind dreimal heißt es hier, aber das ist jetzt ein Hier, das ist ein anderes Hier wie dieses hier. Ja. Das ist nämlich ein Hier, hier möglicherweise auch ein Dort. Das heißt, hier fügt Ort und Zeit zur Präzisierung hinzu. Das ist nur ein Hier. Ja. Und ein Hier, wo ich jetzt einen Ort oder eine Zeit dazufüge, um das zu präzisieren, das ist dann OD. Ah ja. Da müsste ich jetzt mehr drüber erklären, darum geht es jetzt aber eigentlich gar nicht, sondern was ich dir zeigen will, und jetzt wird es interessant, jetzt kommt der Jesus. Aha, ja. Okay. Und jetzt kommt dieses Wort antwortete. Das ist auch so eine Sache mit den Antworten. Du hast jetzt schon hier, siehst du, Apo, Grinomai, Antworte trennen, unterscheiden, auswählen, feierlich ein Antworten, eigentlich ein feierliches Erklären. Es gibt verschiedene griechische Wörter für Antworten. Für Antworten. Aber ja. Wir schauen uns das jetzt einmal das Wort an und wir machen das einmal vordersprachlich mach aus. Schon interessant, es beginnt mit ab. Eck heißt ja Latein, Griechisch heißt ja heraus. Ja. Ri. Eine Berechnung deines Intellekts, Ria ja. Febrech, heißt Wasser, Wasserflut. Aha, ja. Nardo. Die Nardo, die Nation, die Geburt. Wobei das Nardo im Griechischen eigentlich, das Wort gibt es ja bloß im Lateinischen. Ah, ja. Das griechische Wort Nardo alleinstehen gibt es nicht. Ja. Da steht jetzt schon Ri Nardo, Natio, und wir wissen, hier dieses ein Herausgehen. Und was jetzt hier richtig angezeigt wird, pass auf, da mal, zerst mal hier, das kommt von Apokrinomai. Ja. Das AB ist Apokrinomai. Wir schauen uns das gleich genauer an. Ein Zurückurteilen, ein sich verantworten. Mhm. Ein Zurückurteilen, ganz, was ist ein Zurückurteilen? Mhm. Und jetzt ist hier nochmal der zweite, da steht jetzt noch was dahinter, was ganz interessant ist, das ist in ein Indikativ-Aro ist. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was das ist. Mhm. Ich mache mal ganz, ganz kurz, wir geben das ganz kurz nochmal ein. Wir schauen mal, pass auf, ein Indikativ-Aro ist. Das lasse ich jetzt einfach mal halt, das kann ich hier gar nicht, das muss ich hier eingeben. Ich gehe ganz einfach mal zuerst hier zum Aroisten. Ja. Und das habe ich ja, den habe ich ja schon oft angesprochen. Ja, eben, der kommt bei. Das heißt, eine unbestimmte Zeit ist in indogermanischen Sprachen ein Tempus der Vergangenheit, ein Perfekt, was jetzt hier sehr wichtig ist, dass das als individuelle, einmalig abgeschlossene Handlung, also punktuell betrachtet werden kann. Ah ja, jetzt. Okay, macht schon mal einen gewissen Sinn. Dann machen wir jetzt einfach mal den, das musst du punktuell betrachten und schauen wir, was ein Indikativ ist. Wie erkenne ich einen Indikativ? Ein Indikativ ist, der Indikativ ist der Modus einer Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist aber immer punktuell hier und jetzt. Hier und jetzt. Macht jetzt schon ziemlich viel Sinn, ne? Ich bin jetzt sehr kurz, wir müssen da noch viel tiefer uns die Worte anschauen in der Grammatik, die ich ja komplett weglasse, weil die trügerisch ist. Ja. Was mir jetzt viel wichtiger ist, jetzt wird es nämlich interessant, dieses Grinomai, siehst du das? Ja. Das ist ja Kurzform, nochmal, das ist die Kurzform von Apokrinomai. Mhm. Und jetzt gehen wir ganz kurz in das Griechische rein. Da machen wir zuerst einmal das Apo. Mhm. Und jetzt pass auf, was da kommt. Drückt im Allgemeinen die Entfernung von einem Gegenstand aus. Okay. Da wurde im Meer so, dass eine Demesis, das ist eine Aneinanderreihung von Worten, das habe ich schon öfters, das ist auch so eine Sache, da müssen wir jetzt auch, warte mal ganz kurz. Das ist eine Abtrennung und die Aufspannung eines Wortes, wir machen aus einer Wortgruppe praktisch Reime, die aneinander. Ja. Aber mir geht es jetzt, wo wollte ich denn hin? Noch einmal um eins. Das Abo, kein Moment. Das heißt räumlich bla 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 bla. Warte mal, wo kommt das? Da muss man sich so, weil wenn ich jetzt schnell reingehe, vergesse ich, lasse ich das meiste weg. Mhm.
Man kann also die Abtrennung der Worte, er schaute von einem Vorgebirge herab. Aha. Herabbeistehen von der Schwelle. Du merkst, es ist immer, indem er auf der Schwelle, indem er auf der Schwelle seinen Stand hatte. Was ist auf der Schwelle, auf der logischen Welle? Eigentlich stehst du in der Mitte. Ja, ja. Okay, jetzt kommen die Dokos, das Gebälk. Die Balken, ja. Das ist die Balken, bla bla bla. Mhm. Aber wir machen ganz einfach mal ohne, pass auf, nur von einem Ort, das heißt, das hast du mal von einem Meer her, von einem Ort, der zum Ursprung oder das Ausgehen von einem Ort bezeichnet wird, ohne dass die Entfernung dabei in Betracht kommt. Ich mache ganz kurz nochmal, also dieses Abo, Fan, entfernt bei Verbis, die keine Bewegung bedeutet. Ah ja, genau. Wir haben jetzt mal nur der Ursprung von einem Ort her, der als Ursprung oder das Ausgehen von einem Ort bezeichnet, ohne dass dabei eine Entfernung in Betracht kommt. Ja. Es gibt keine Entfernungen. Entfernt. Bei Verbis, die keine Bewegung bedeuten. Genau. Okay, dieses Fern ist eine ganz interessante Sache, weil das, was entfernt ist, ist ja eigentlich gar nicht fern. Nein. Nein. Okay. Und das ist dann noch fern von der richtigen Meinung, gegen alle Erwartungen. Genau. Das richtige Ziel wird verfehlt. Ja. Das vom Manne getrennt lebend. Mhm. Die Frau vom Manne getrennt lebend. Also das ist das Erste. Also das ist Apokrinomai. Und jetzt schauen wir dieses Kri. Kri, ja. Und da wird es jetzt ganz interessant, wenn du reingehst am Anfang. Ich mache immer die Anfangshilfe, ne? Ja, 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 sowieso. Wir müssen jetzt da noch mit reinspringen, eine Form für ein Gride. Ich schaue mal, ob der ganz kurz aber den hier nimmt. Müsste eigentlich normalerweise nicht mehr. Das ist Gride, ist ein Ebus, unsichere Etymologie, verwandt mit den althochdeutschen Gasta. Da haben wir den ganzen altarmäisch-ägyptisch Aussprache. Das ist das Gastenkorn. Ja. Kommen wir gleich dazu, da kommt jetzt. Pass auf, was jetzt da passiert. Wenn wir jetzt das Kri, wenn wir jetzt runterfahren, da passiert jetzt was eigentlich, nämlich der Geist des Ersten ist im Spiegel. Ja. Du musst weggehen, das sind Symbole, verstehst du? Nein, das natürlich. Das hat mit dem Krug nichts zu tun. Nein. Außer mit einem Gefäß, ganz grob. Ganz grob, genau, ja. Und Geist des Funks sind der Geist des Ersten, waren zu kleinen Könnchen. Ja. Macht das einen Sinn? Na, absolut. Ist es dann, leidest du an einer Pferdekrankheit? Ah. Weil ein Pferd ein Suss zu viel vom Geist des Ersten gegessen hat, wird er nämlich verrückt. Ah, ja. Aber verrückt, ist das was Negatives? Nein, absolut nicht. Schau, das Ganze wird jetzt aus dem Geist des Ersten, der erste bereitet. Und das ist doppelt aufgespannt, schaltet sich ein und das ist in mir erweckt. Genau, genau. Ja, nein, wunderbar. Okay, da kommt jetzt das Wahrsagen des Geistes Ersten. Ja. Der Geist des Ersten Wahrsagt. Was hat es mit der Gaste zu tun? Ja, mit dem Ersten. Der Vatersprache. Jetzt pass auf, Grino, wir gehen einmal hier, dieses Grino, wir springen ja gleich einmal runter, wo man das hinführt. Grino, ein Scheiden, ein Trennen, der Geist des Ersten trennt jetzt ein Sichten, ein Anordnen. Ja. Okay. Ja, das ist, ja. Das ist eigentlich das, wo du, und wenn man da jetzt das so liest, dass dieses Antworten, schaut, dieses Grino Mai, ist das Antworten feierlich erklären, ein Beantworten. Ein Sprechen beginnen, mit dem Reden fortfahren, aber jetzt wird es erst richtig interessant. Jesus aber antwortete ihnen. Ja. Dieses Wort ihnen, da steht Autois. Das ist Autos. Er antwortete sich selbst. Ich selbst, ja. Das ist Autos. Ja. Das heißt sich selbst. Übrigens, dieses Ois ist eine Pluralform von selbst. Das im Deutschen schwer zu erklären. Ich bin doch all meine Geisteswortfunken. Das heißt, er antwortet jetzt seinen Geistesfunken, aber die Geistesfunken sind doch er selbst. Darum ist dieses Autois ist praktisch das Selbst in einer Pluralform, was man eigentlich sich ja normalerweise gar nicht vorstellen kann. Ja. Merkst du, was da alles drin steckt? Na.
Göttlich. Das ist jetzt hier Autos, das ist nur von Autos die Pluralform. Er sitzt in einer Vielzahl, in einer Mehrzahl, könnte ich sagen. Ja. Das Ihnen ist eigentlich er selbst. Er spricht immer zu sich. Ich rede jetzt zu mir selbst. Zu dem ich mich ausspreche. Der jetzt sich aber mit einem roten Ich verwechselt. Ja. Und wenn wir das jetzt so durchgehen, mein Vater wirkt, da wird es auch bis jetzt, wenn ich das jetzt Stück für Stück mache, da haut es dich so weg. Wenn du das anschaust, viele wird er übrigens auch, wenn der Sohn dann kommt unten, dass da exakt immer nur die Selbstgespräche sind. Ja, so ist es. Verstehst du? Das sind also hier jetzt das Antworten selber wäre jetzt auch, wenn wir weiter runtergehen, wenn es den Sohn hast, das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, wenn du hier Gott zum Beispiel, pass auf, jetzt wird es heiß. Ja. Da ist Gott, ist 23,16. Siehst du das? Ja. Jetzt hier, ich mache mal das groß. Da steht jetzt Gott, Theos, sagst du mal Gott im Allgemeinen, göttliches Wesen, dann der wahre, eineinige Gott, das ist natürlich sehr christlich geprägt hier, die Göttin, diese ganzen Theos-Formen. Ja. Okay, da steht Gott. Und da steht nochmal Gott. Jetzt wirst du aber feststellen, dass hier der Gott Dion, das ist immer 23,16, ist immer dieselbe Strocknummer, dass hier für Gott Dion steht, wird mit Gott übersetzt und hier wird Gott auch 23,16, da steht aber Dio. Dios. Das ist Dion. Dion ist eine Unterform von Dios. Das ist Gott. Und da steht Dio mit einem Omega hinten. Ja. Ein Riesenunterschied. Ich zeige dir das jetzt einmal schnell. Ja. Dios. Das ist erst einmal hier Dios. Zuerst von den Göttern hast Gott oder eine Gottheit. Mhm. So bei den Letzteren nicht immer eine bestimmte Gottheit zu lenken ist, sondern wie Zeus, Zeus ist ja der Jupiter, plus sondern an die über die Menschen waltende höhere Gewalt, das ist eine Gottheit, die als bla 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 bezeichnet wird, aber das ist Gott. Okay? Wieder den Gottes, Gott gegeben, Gott, Verehrung Gottes ist Dios, Dion, Unterform, grammatikalisch. Ja. Aber der zweite Gott, wo die nur Gott übersetzen, überall, steht Dio. Und jetzt schauen wir, was das Wort eigentlich heißt. Wurzelstamm, Tempora, ist Laufen. Das heißt, das wird auch sehr oft mit Rennen übersetzt. Aha. Müsst ihr mal ganz, ganz kurz, warte mal, ich schau mal, was hier die Google macht. Ich verstehe, das stimmt, das ist aber in der Wurzel ist Omega. Das heißt also, wir machen nochmal den hier, pass auf. Dio, jetzt muss ich den nochmal, wir gehen nochmal wirklich in. Da habe ich ihn doch stehen, kleinen Moment, habe ich jetzt nicht gepasst. Nehmen wir mal den nochmal. Das ist jetzt original hier. Du siehst, das sind wieder zwei Unterformen, Alternativformen. Ein Epos, Proto, laufen, fließen. Laufen, fließen, fließen, in Bewegung setzen, rennen. Ich laufe schnell, ich fliege, ich besetze, ich bewege mich sehr, sehr schnell. Andere Wörterbücher werden es oft auch mit Rennen übersetzt. Ja. Dieses in Bewegung setzen ist ganz wichtig. Laufen, wenn das Licht aufgeht, das passiert immer mit Lichtgeschwindigkeit. Okay? Ja. Aber jetzt. Bleiben wir mal bei unserer klassischen Übersetzung, weil jetzt wird es sehr, sehr schnell. Das ist also hier, dieses Deo heißt überhaupt nicht Gott. Aha. Okay, das ist immer eine Unterform. Das heißt, sagst du mal, pass auf, was da richtig schön steht, durch eine Ebene hindurchlaufen. Mhm. Wenn du durch generierte Kollektion, durch eine Ebene hindurchläufst, dann läufst du wie ein Berg, wie ein Tal. Darum ist es über die Spitze eines Ehrenfeldes oder über die Oberfläche des Meeres hinauflaufen. Mhm. Das ist praktisch der Gott, der sich in Bewegung setzt. Ja, ja. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass dieses in Bewegung setzen. Setzen. Unbeliebten Dingen, unbeliebte Dinge sind zum Beispiel Schiffe. Das sind Anis. Das sind die Anis, die hier zum Laufen anfangen. Ja, ja. Das sind Götter, ohne das zu wissen. Von einem kreisförmigen in sich selbst zurücklaufen. Jetzt pass auf, am Äußeren, am Äußersten, am Schilde. Schild ist Magen. Ja. Am Äußersten unserer Tetraederstruktur.
Ja. Umlaufender Rand. Sand, Land. Na. Ist dabei? Ja, natürlich. Natürlich. Und da wird es jetzt interessant, nachdem Gott benennen, die Namen, jetzt kommen die göttlichen Namen, einfach ja. zum Schauen. Das ist aber das um dich herum, der Rand. Darum ist dieser Dio, Rio, ist ein Zuschauer bei öffentlichen Spielen. Ein Zuschauer, der sich was anschaut. Bloß was er vergessen hat, dieser Dio, er hat vergessen, dass er das, was er sich anschaut, selber in sich selber erschafft, dann bist du ein Gott. Ich habe jetzt nur die zwei Stellen, da heißt es, pass auf, ich mache mal die Dinger weg. Darum, nun suchen die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat braucht, sondern auch Gott, seinen Vater, nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Und da ist dieses sich selbst Gott gleichmachen, da ist dieses Dio drin. Ja. Und das sind die Stellen und antwortete Jesus und sprach zu ihnen. Immer wieder dran denken, dieses Antworten, habe ich dir gerade erklärt, was passiert, Jesus, Kai, kommt immer, auch du ist es, der spricht zu sich selbst. Selbst. Er spricht immer zu sich selbst, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Okay, hochinteressant, kleinen Moment, muss ich einmal ganz kurz mal das S einschalten. Wo war ich jetzt hier? Da kommt dieses Wort Amen vor. Amen, Amen. So sei es. Ja. Pass auf, wahrlich, wahrlich, wo war man? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dein Sohn kann nichts von sich selbst tun. Das ist es. Außer, was der Vater in du zieht. Denn was irgendjemand tut, und jetzt ist interessant, dieses Wort Sohn. Ja. Es gibt nämlich in Hebräischen, im Griechischen verschiedene Wörter für Sohn. Mhm. Da steht Uios, der Abkömmling, der Nachkomme. Abkömmling von Menschen, von Tieren. Ich zeige dir das einmal ganz, ganz kurz. Da muss ich jetzt aber hier. Warte mal schnell. Deutsch, da machen wir jetzt einmal den Sohn. Das sind jetzt griechisch, oder? Ja. In der Bibel vorkommen, die mit Sohn, unter anderem mit Sohn übersetzt werden. Das ist eigentlich, Koros ist eigentlich der Sohn im frühesten Alter. Das ist eigentlich das klassische Koros und das ist der Uios. Mhm. Das ist also hier Umschreibung einer Lebensweise. Die vom Vater zum Sohn gierisch immer wieder weiter übergeben wird. Das ist Uios. Wenn man das jetzt hier, dieser Sohn, der hier benutzt wird, das Wort für Sohn. Mhm. Da müssen wir dieses Ür machen. Da wirst du gleich merken, das ist eigentlich was sehr eine negative Form. Dieser Sohn, der hier benutzt wird, dieses Wort. Warte mal, der Sohn, Folge. Das ist Umschreibung einer Lebensweise, das ist das Tierische, das vom Vater zum Sohn, das heißt immer Ärzte zum Ärzte, die Rhetoriker, das geht um dieses Nachplappern. Du siehst das, wenn man dieses Ohr, das ist die Grundform davor, das ist ein Befeuchten, das ist dieses Regnen in sich selber, Zeus ließ es regnen. Das ist ein Befruchten, ein Bewässern. Ja. Interessant, in der Grundlage ist dem Schweine ähnlich, schmutzig, scheus, unflätig. Mhm. Das heißt, dieser Sohn, und jetzt, ich mache es ganz einfach und dann lasse ich es gut sein, weil sonst fühle ich, gehe ich zu weit rein. Und du merkst jetzt, ich kann das nicht schnell abhandeln. Na. Du musst dir wirklich von klein auf aufbauen, dass du Gefühl kriegst, wenn du jetzt keine Grundlage hast, geht es eh nicht. Genau. Erinnere dich, es ist ein großer Unterschied, ob wir vom Christus reden oder von Jesus von Nazareth. Ja. Jesus von Nazareth ist eine Märchenfigur, ist ein Geist. Dasselbe gilt im Buddhismus. Reden wir von Siddhartha Gautama oder reden wir von dem Buddha? Buddha. Das musst du zuerst einmal verstanden haben. Ja. Das ist jetzt der Unterschied. In der biblischen Märchengeschichte, der Jesus spricht ja nicht Ivri im Klassischen, sondern er spricht Aramäisch. Mhm. Das ist der Paranos. Ja. Sohn der Außenlehre. Paranos, der äußere Menschensohn, der Sohn eines Menschen und Bar ist ein Äußer eines äußeren Menschen. Ja, ja. Darfst du nicht verwechseln mit einem Ben Adam, das ist der Christus. Genau. Das ist der GE-Quadrat. GE-Quadrat, Geist, diese Trinität, besteht aus diesem GE-Quadrat, da kommen die Physikbücher.
Ja. Das Halbe ist All, heißt das Bewusstsein des Nichts, das Bewusstsein Gottes, das Nichts ist. Das ist der Gesalbte. Die. Ja. Immer sein die Äquatron. Genau. Darum ja. heißt es ja auch hier, der Christus wirklich wieder über das Sanskrit heißt einreiben. Ben. Mhm. Einreiben. Nicht existieren. Salbe. Mit dem Bewusstsein Gottes. Ja. Ist in Äquatron, das Zentrum. Das einreiben mit S, mit dem Bewusstsein, mit Salben. Mit Salbe. Bewusstsein Gottes. In Äquatron. Weißt du, die Vordersprache wie perfektes Wort? Göttlich. Das sind so viele Sachen und man muss das alles nicht wissen, Helene. Das ist alles vollkommen, dieses Wissen ist unwichtig. Ich mache das so extrem einfach, dass jeder 13-Jährige, du, ich erlebe nur meine Informationen, die ich selber schaffe. Ich erlebe nur meine Interpretationen. Ja, ja. Genau. Daraus ist nichts. Halt einfach das zweite Gebot. Das läuft bei mir, ja. Es gibt nur, es wird dann nichts überleben. Du kannst nichts halten. Nein. Wir waren gestern beim Arzt, welcher Mann, die Nadja, einen Termin, die wollte es unbedingt. Und da war es natürlich schon, die war glitschnass. Wir sind, also sie wollte jetzt einfach Ultraschall. Hat sie bei der Barbara gefragt, bei der Barbara Rehn, der kann Ultraschall, dann hat die nach Weißenburg gefahren, zum Hals, Nasen, Ohren. Der hat keinen Ultraschall in Gunzenhausen, der hat einen Ultraschall. Dann hat sie einen Termin ausgemacht in Gunzenhausen. Sie wollte bloß mit rein als Ärztin, weil ich gesagt habe, pass auf, wenn es, sollte das ein Speichelstein sein, weil das Ding wird jetzt riesengroß auf der anderen Seite, dann kein Problem, lasse ich zertrümmern. Das ist, wie ich sage, wie beim Zahnarzt. Ja, ja. Ist es irgendwas anderes, sage ich, kann man es vergessen. Ja. Wenn was wachsen will, lass es wachsen. Mhm. Aber ich sage von vornherein, ich habe dann geschmunzelt, weil es ist immer wieder das Schöne, ich habe ihnen dann erklärt, du musst, wenn du der bist, der du bist, schaust du nur. Ja. Und du musst überhaupt keine Entscheidung treffen. Du schaust, was jetzt ist. Ich sage einmal, ich habe mein Helene-Programm laufen, da muss ich eine Entscheidung treffen. Mache ich das oder mache ich das nicht? Gehe ich da hin oder gehe ich nicht hin? Diese Entscheidung muss ich als Beobachter nicht treffen in meinen Traum, sondern ich schaue mir meinen Traum an. Ich spiele die Rolle von der Helene und die trifft jetzt, wie ich sage, das Leben läuft ja weiter, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Es ist aber keine Entscheidung. Du hast nicht die Möglichkeit, als Brösel dich zu entscheiden. Du kannst bloß sagen, fahre ich rechts oder links. Ja. Du musst aus zwei oder mehreren Möglichkeiten immer eine auswählen. Ja. Und dann geht der Film, läuft ja weiter. Ja, ja, sowieso. Und ich sage, das ist ganz einfach. Du schaust einfach, was ist. Du schaust, wie dein Programm werdet. Wie es hin und her dran wird, weil es Angst hast, was verkehrt zu machen. Richtig verkehrt. Ja. Dass du schon erkennst, in dem Schauen, der Depp meint immer nur, eine Einseitigkeit ist richtiger wie die andere. Die Vollkommenheit, die Herrlichkeit ist beides gleichzeitig zu machen. Dann entsteht was Neues. Ja. Ich kann nicht hingehen und nicht hingehen gleichzeitig. Ich sage, du bist entweder jetzt hin, du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Und wenn du das verstanden hast, dass das gleichzeitig ist, weil das Kreis und Dreieck Kegel, dann bist du in einem vollkommen neuen Denken und aus gesund und krank. Wir teilen. Einfacher kann ich es nicht ausdrücken. Na. Und du schaust, was dein Brösel macht und schaust, was er sich damit einhandelt. Genau. Du musst keine Entscheidung treffen. Nein. Ich sage, für mich als Udo, ich werde nie zu einem Arzt gehen. Ja, ich weiß. Wenn du jetzt das machst, weil ihr um mich sorgt, was mich ja in einem gewissen Maß Freude macht, weil es ist ja auch auf der Ebene ein Kümmern wollen. Genau. Sie wollte es jetzt wissen und hat einen Termin ausgemacht mit Neuger. Und dann sind wir zu den Arzt gefahren und ich habe gesagt, ich schaue mir das ganz einfach an. Und ich sage jetzt nicht, ich mache das nicht. Ich habe keine Entscheidung zu treffen, ich gebe mich einfach hin. Genau. Ob du mich jetzt zum Arzt fährst oder zu einer Kreuzigung. Weil solange wir in diesen oberflächlichen Gespiel sind, ist das vollkommen okay. Aber jetzt kommen wir, gehen in die Praxis rein und wir haben ganz vorne dran gedacht, alle, die war brechend voll, meistens ältere Menschen, alle, durch die Bank, Helene, Masken. Masken. Komplett, alles Masken. Braucht aber kein Schild, wir haben vergessen, haben wir vergessen, wir haben gar keine dabei gehabt, haben wir gar nicht dran gedacht. Keiner was gesagt. Pass auf, es hat keiner was gesagt. Wir sind, die anderen haben immer geschaut, hast dann gemerkt, wie die Massen, die Patienten, wo drin waren, hinter der großen Praxis, der Gemeinschaftspraxis, zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte. Namen, die hat dann gesagt, ich habe angerufen, wir haben den Termin. Ja, ist in Ordnung, die hat das aufgehört. Keiner hat gesagt, dass wir keine Maske aufgehabt haben. Also ganz klar, es ist keine Maskenpflicht in der Praxis. Genau.
Die hatten alle Masken. Auch die Ärzte, nur Masken. Alle Patienten, nur Masken. Dann haben wir, ja, warten Sie. Und dann hat sie uns gar nicht in das Wartezimmer rein, sondern hat uns außen an ein paar Stühle vor ihrer Rezeption hingesetzt, weil die schon Panik gekriegt haben, weil wir keine Maske aufhaben. Dann kommt der Doktor, auch eine Maske, mich dann rein, die da hat ja gesagt, ich bin Ärztin, ob sie mit reingehen kann, bloß bei mir beim bloß den Ultraschall, soll er kurz machen, ob da was, ob da eventuell ein Speichelstein ist. War keine 10 Minuten drin, keine 5 Minuten. Dann wurde das Ultraschall. Und es war hochinteressant, er hat kein Wort gesagt, weil ich keine Maske, weil wir keine Maske aufgehabt haben, sondern er hat mich durch seine Maske angelächelt. So, als wenn ich interpretiere jetzt das Bild, als wenn er sagen sagt, endlich einmal eine, die eine eigene Meinung haben. Ja. Jetzt kann man sagen, wieso hat er eigentlich die Maske auf, jetzt interpretiere ich. Ja, ja. Die Leute, die er in der Praxis hat, über die Hälfte zu ihnen, man geht mit einer Maske recht. Stell dir vor. Okay. Das sind alles absolutes Material. Ja, ja. Ich hatte voll den Eindruck, er hat es gar nicht angesprochen, aber durch sein Lächeln habe ich gesehen, endlich einmal eine, die eine eigene Meinung haben, weil er ist ja keine Vorschrift. Da hast du ja gesehen, da hat keiner was gesagt. Genau. Und nicht, dass man Maske tragen muss. Die tragen halt die Maske, weil er merkt, wenn die keine Maske nicht haben, viel Ältere oder was, alles mit Angst im Gesicht, was die, der Holger hat gesagt, der ist dann raus, die kommen sind, die haben alle ihren Bogen um ihn herum. Kannst du dir das vorstellen? Nein, das ist ja nicht möglich. Dann hat er gesagt, ich habe einen Schweißausbruch gekriegt, das war für sie ein Horrortrip. Er hat dann hier nachgeschaut, das ist mit dem Ultraschall, also da habe ich ein riesen Geschwür und auf der anderen Seite habe ich auch ein riesen Geschwür und der hat dann ganz nett eigentlich, er ist da gar nicht drauf eingegangen, ich habe auch nicht philosophiert, wir haben nur geschaut, ob es ein Speichelstein ist, es ist kein Speichelstein, der Speichelschluss ist super, das ist also hier Geschwür und er sagt, da gibt es bloß eins, sagt er, kann eine Überweisung schreiben, Uniklinik Erlangen, das ist das Einzige, wo er mich hinschicken kann und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die machen ein MRT und dann wird geschaut, was das für ein Geschwür ist, gutartig oder bösartig. Und er sagt aber von vornherein, er geht davon aus, dass es ein gutartiges Geschwür ist, weil ich auf der anderen Seite auch nochmal ein kleineres habe und ein bösartiges ist nur auf einer Seite, sagt er. Also da die andere Seite auch eins hat, ist es höchstwahrscheinlich ein gutartiges Geschwür, aber das kann man nur rausoperieren, ist aber eine sehr schwere Operation. Das heißt, ich muss mich auf mindestens eine Woche Aufenthalt an der Uniklinik einstellen, wenn man das rausoperiert, weil das hier rumschneiden ist, weil da die ganzen Nervenstränge sind. Das ist natürlich für mich sowieso kein Thema. Na. Auch wenn es ja bösartig ist, das wäre für mich, ich habe null Angst, glaube ich mir. Das kenne ich, weil ich jetzt bin. Genau. Ich würde das, was ich euch seit 20 Jahren erzähle, wäre ja Lüge. Und glaube mir, ich bin kein Lügner. Nein. Ich bin Nein. der, ich bin. Ja. Aber ich habe auch hier mich hingegeben, wo ich wäre von vornherein, ich von mir aus wäre es gar kein Thema, aber die tun sich halt ab. Und ich sage, ja. Ich habe Freude, dass ihr euch abtut und ja. Ich wollte jetzt das abklären. Ja, und dann, gut, das war jetzt kein, sie hat gemeint, eventuell, wenn es Speichelstein ist, den kann man ja zertrümmern wie die Nierensteine. Ich sage, das machen lassen, das ist wie wenn man ein Zahneckchen rausbleckt oder wenn ich mir ein Bein breche, dann lasse ich meinen Gips anlegen. Genau. Aber es ist keine lebensverlängernde Maßnahmen, so wie ich sage, wenn ich jetzt Krebs oder irgendwas lasse. Es ist ja nicht für die Ewigkeit. Ich habe dann noch gesagt, man hat mir so viel gelacht, haben, gesagt, wenn der jetzt sagen würde, das ist ein bösartiges Geschwür, würde ich sagen, juhu, seit 20 Jahren erkläre ich die beste Diagnose, dann ist endlich einmal, dass ich die Schule da durchkomme. Ja. Beziehungsweise in die Rente gehen kann. Genau. Weil es ist die Verwandlung, ich sage auch, wenn wir jetzt viel Spaß haben oder was, es ist nie, es sind Lebensabschnittsphasen. Ja, so ist es. Das Wissen existieren, das ist Neo-Apokalypse lesen. Genau. Du weißt einen einzigen Satz, wenn du verstanden hast. Und da diskutiere ich nicht mit Affen drüber. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Ja. Und jegliche Art von Lebensverlängerung oder all das ganze Zeug, du musst immer bezahlen. Das ist eine riesengroße Falle und man hat Angst, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Genau so. Du kannst an 7-8-Jährigen nicht erklären, was körperlicher Sex ist. Mhm. Und wenn du in die Wechseljahre kommst, geht der wieder am Arsch vorbei. Das hat alles hat seine Zeit. Da gibt es eine andere Sache. Genau. Das ist so simpel und so einfach. Ja, man kann erwarten nie, dass irgendjemand, den du dir ausdenkst, wenn du noch meinst, der, wenn es einer versteht, ist es der, der dich ausdenkt. Ja. Das ist mit den Ichs. Genau. Fange ich nicht nochmal an. Na. Du kannst ja nur deine Informationen wahrnehmen. Ja. Das heißt, wenn ich in dir,
in irgendeiner Form dir was mitteilen will, muss ich das machen, dass ich das zu einer Information von dir mache. So ist es. Also tauche ich jetzt als Brüssel Udo in dir auf, in der Welt, wo du glaubst, du bist die Helene. Ja. Du kannst ja deine Helene genauso beobachten wie den Udo. Ja. Der es erlebt, diesen Wechsel, wenn der perspektivlos was, schaust du einfach, was da ist. Ja. Und dann soll mich, ich bin der, der dich das jetzt, der als Udo in dir auftaucht, um dir zu erklären, dass du nicht die Helene bist, sondern dass du der bist, der das jetzt träumt. So ist es. Und ich bin der, der dich das träumen lässt. Das Spiel habe ich so oft erklärt. Mhm. Und die Verwandlung geht weiter. Und wenn du mal begriffen hast, dass immer die höhere Ebene immer besser wird. Ja. Dann habe ich doch einmal gesagt, wir beginnen immer mit einem Minus. Wir müssen was auseinanderschmeißen. Ja. Und dann wird es wieder verbunden. Genau. Minus, Plus, Minus, Plus. Und ich sage, der Witz ist, ein Minus und ein Plus in der Synthese hebt dich auf eine höhere Ebene. Genau. Und dann beginnt es wieder mit einem Minus. Aber dieses Minus in der höheren Ebene ist für dich positiver wie das Plus auf der unteren Ebene, weil das Treppenstufen war. Jawohl. Es sind einfacher, kann man es nicht erklären, Helene. Nein. Und jedes Wort, jede Kleinigkeit, ob das Physikbücher oder Magie-Tütensuppe ist, erkläre dieses Prinzip. So ist es, ja. Und solange ich noch meine, ich müsste es wem erklären, den ich mir ausdenke. Ich mache immer Selbstgespräche. Ich lasse den, der mich jetzt ausdenkt. Und ich denke mir jetzt den Udo und die Helene aus. Ja. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich bin nicht den Fehler, dass ich jetzt auch der Udo bin ich und die Helene bin ich nicht. Ich bin keiner von beiden. Weil das nämlich Gedanken, zwei vergängliche Erscheinungen in mir sind. Jawohl. Und du musst immer wieder, wie mächtig das Ego ist, die einfachsten Sätze zu verstehen. Ja. Obwohl ich immer sage, du kannst das, was ich sage, hundertprozentig überprüfen. Das letzte Selbstgespräch, schon die ganzen letzten, alle selbst, habe ich so konzentriert. Und ich habe immer, es ist natürlich jetzt Hirnwichserei, dass ich immer mal einen Spaß hätte, einen Geisteswung zu demonstrieren, dass wir jetzt, ob das Ärzte sind oder ob das Physiker oder Chemiker sind, dass ich sage, wir hören uns das einmal gemeinsam an, wir wollen nur mit dem arbeiten, was hundertprozentig sicher ist, wo natürlich, da wird jeder ja sagen, was denn nicht klar ist, dass das denn, was denn jetzt hundertprozentig sicher erscheint, weil es logisch ist, überhaupt nicht überprüft werden kann. Genau. Dass das eben nicht hundertprozentig sicher ist. Und auch die hundertprozentig sicher müssen wir viel Parameter, dass du auch, das hundertprozentig ist ja nicht Ja und Nein, sondern ja. Entschuldigung, jetzt Katze. Kontakt oder kein Kontakt. Das ja. Ist, aber wir bleiben jetzt einmal und dann hören wir uns das an. Das ist zum Beispiel die Aussage, dass ich dann als Pixelmännchen sage, pass auf, die muss klar sein, du hörst die ganze Zeit keine Menschen zu, sondern da ist ein Pixelmännchen und du hast jetzt die ganze Zeit einen Lautsprecher zugehört. Das ist aus dem letzten Selbstgespräch. Und selbst dieser Lautsprecher beginnt jetzt erst in deinem Kopf zu existieren, weil ich das Wort Lautsprecher ausspreche. Ja, ja. Und ich garantiere dir, ich habe das durchgespielt schon in 1000 Variationen, dass jeder normale da in der Regel nichts drauf sagt und sobald ich den anspreche, stimmt das oder stimmt das nicht, kommt dann immer das typische, ist doch ein Krampf, der muss ja da gewesen sein, sonst hätte ich ja nichts gehört, weil die Schallwellen müssen ja von irgendwo herkommen. Es ist der Bruch des zweiten Gebotes. Ja. Ist so massiv. Der ist massiv. So, da kommen wir von außen gar keine Schallwellen. Zeig mir Schallwellen. Zeig mir Wind. Wie oft sage ich das? Ja. Und egal, was du mir zeigst, das ist wie wenn ich jetzt sage, zeig mir deine Küche. Egal, was du mir jetzt zeigst, wo du, was ich sehen kann, ist nicht die Küche. Ja. Ja. Und Bäume, die sich bewegen, sind kein Wind. Genau. Vor allem, wenn ich jetzt noch was, dass ich hier das Arrangement von einem Pixel wie auf einem Monitor habe, dass sich da gar nichts bewegt. Nichts. Ja. Und das, was die Dinger angeblich von außen anrichten, zeig es mir, was die da von außen anrichten. Nichts von außen. Alles Lüge, alles Lüge. Alles Lüge. Das ganze Geschwätz. Und es ist ein vollkommen neuer Anfang mit einem vollkommen neuen System des Geistes. Ja. Diese Entgeistigung der Menschheit durch Naturwissenschaft und auch durch Religion, egal in welcher Religion du hängst. Denk bitte an Hospitalismus. Die schönen Bilder, wo ich einspiele, die vor der Klagemauer, sind komplett uniformiert. Ob ich schwarze Hüte aufsetze mit Redlux und diesen da mache oder ob ich rosane Gewänder anziehe und mich wo reinsetze und diesen da mache, es ist diese Gefangenenkolonie an den Glauben. So ist es. Und da steigt jeder Buddhist auf. Die dann alle nur rezitieren, was die großen Meister sagen, und das stimmt alles. Natürlich. Aber das verstehst, darfst du das nicht mehr noch. Genau. Na. Danke für diese Gnade. Ja. Man muss ja nichts tun. Einverstanden sein, Geduld haben
Nicht sagen, wie lange dauert es bei mir noch, weil dann denke ich schon wieder in der Zukunft, wo ich irgendwas besser haben will. Es gibt nichts Besseres wie der Moment, der jetzt da ist. Ja, maßgeschneidert. Wenn du dich beobachtest, wie du damit umgehst, aber dir gleichgültig ist, das ist die Heiligkeit. Ja. Wie's Wetter? Was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Es ist gleichgültig. Es ist nur gespiegelt. So ist es. Wachstum und Zerstörung. Entstehen und vergehen. Aber ist nicht jeder Moment, jeder neue Gedanke, den die Gnade annimmt, jede neue Form zerstört in demselben Moment die bestehende Form? Kann man es einfacher ausdrücken? Was verändert es an dem, der diese Veränderung beobachtet? Nichts. Nichts. Hat sich an mir was verändert? Du wirst auch jetzt langsam durchspielen, dass du zurückblätterst in dein Buch und da denkst du, die Helene in der Schule und wenn du da mit den Kinderchen was gemacht hast, der Geist, der das erlebt hat, das, was du jetzt denkst, was du dir bewusst in die Vergangenheit denkst, ist das komplett dasselbe, der jetzt da sitzt und vom Computer hier Hulu-Feeling-Sachen sich anschaut. Ja, ja. Ich sehe mich oft sitzen hier und jetzt bei mir im Laden, wo ich mit Widerständen rumlöte und was. Ich sage, was ist jetzt an mir anders? Ich bin null anders. Helene, genau. Das Ding, das die Sachen erlebt, hat sich überhaupt nicht verändert. Nein. Und jetzt kommt die Frage, wann habe ich zum Denken angefangen? Jetzt, was du jetzt. Merken, das ist wie meine Würmchen. Erinnerst du an ein Beispiel mit den Würmchen? Genau. Ich habe immer gewisses Wissen, da kommt immer Neues dazu und hin fällt was weg. Ja. Und das, der Wissensstand, ich habe nicht den Eindruck, jetzt mehr zu wissen, wenn ich jetzt einmal abstrakt, weil was ich wissen kann, ist ja bloß das, was jetzt da ist. Jetzt. Kann man einen größeren Speicher zusprechen, das stimmt aber nicht, weil, glaube ich, die letzte Woche, normal gesprochen mit der Maren, die hat ein Elefantengedächtnis, wenn wir Filme anschauen. Helene, ich habe das alles vergessen. Ja, ich auch. Alles. Es ist so ein Segen. Du weißt, da bin ich ja oft drauf eingegangen. Ja, ja. Das ist so ein Segen. Ein unendlicher Segen. Ja, so ist es. Wirklich wahr. Speicherplatz freimachen. Wirklich, na. So ist das Leben. So ist das Leben.